Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gimson. Heute werden wir ein bisschen die paar Spieler mal eine kleine Pause gönnen lassen, habe ich mir überlegt, Leute, dass wir heute mal ein bisschen die Spieler, manche kriegen eine kleine Pause heute. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Spiel heute weitergeht. Alle 10 Punkte Rückstand haben wir. Oh Gott, das sind viele Punkte. 10 Punkte sind viel eigentlich, muss man schon sagen, Leute. 10 Punkte sind schon richtig viel, wenn man ehrlich ist. 10 Punkte sind viel, aber Leute, heute können wir, wenn man Dickmeier hört auch auf. Heute können wir die 30 Punkte übertreffen, Leute. Und so ein bisschen, vielleicht niemals, um den Abstieg jetzt langsam abzuhaken, Leute. Dass wir langsam den Abstiegskampf abhaken können, Leute. Das ist so ein bisschen unser Ziel dann. Dass wir jetzt langsam den Abstiegskampf diese Saison zu großen Teilen nicht dabei spielen im Abstieg, Leute. Wo wir ein bisschen Mitte der Saison ein bisschen Angst gehabt haben, dass wir in den Abstieg kämpfen mussten. Aber es sah doch so aus, dass wir es nicht machen mussten, um den Abstieg zu kämpfen. Und somit haben wir jetzt die Chance, uns vielleicht ein ruhiges Fahrwasser und für den Pokal. Aber wie gesagt, im Pokal spielen wir ja im Halbfinale, Leute. Im Halbfinale, da spielen wir, ja. Da bin ich mal gespannt, Leute. Wie ist das Spiel so wert gegen im DFB-Pokal? Bin ich mal gespannt, was wir da so hinkriegen. Sind wir im Halbfinale? Können wir wirklich gut und ein gutes Fleisch. Und in der Bundesliga, der zweiten Liga, können wir jetzt. Ja, da könnten wir uns um die um die Meisterschaft ein bisschen so ein DFB-Pokal spielen, weil dann können wir ein bisschen, wenn wir im DFB-Pokal weit kommen sollten. Es wäre natürlich richtig gut, wenn wir im DFB-Pokal weit kommen würden. Wenn noch zwei Spiele bis ins Finale, noch ein Spiel, dann sind wir im Finale. Noch ein Spiel, dann sind wir im großen Finale.
So muss man es dann noch zwei Spiele. Wir haben noch ein DFB 2 spielen. Für den Team. Ja, das Halbfinale und dann das Finale, Leute. Dann sind wir im Finale. Noch ein Spiel, dann sind wir im Finale, Leute. Dann haben wir es gepackt, Leute. Dann könnten wir vielleicht... Dann sind wir... Alter, es wäre halt mega, wenn wir es wirklich schaffen, täten ins Finale zu kommen, Leute. Es wäre halt alles wäre mehr als ein Traum, Leute. Wäre mehr als ein Traum, Leute, ins Finale zu kommen. Gegen alle. Dann schauen wir mal, da könnte man vielleicht noch alle internationale Avenue spielen, aber das sehen wir dann erst. Das sehen wir dann erst mal, wenn die Saison rum. Und dann können wir ja noch gut Geld Money machen, vielleicht eventuell, Leute. Dann können wir gut Geld machen. Alter, das ist schon heftig, die Breite, was viele, manche Teams sind. Okay, zur Zeit haben wir ein bisschen, zurzeit ist ein bisschen, kämpfen noch, spielen gut mit um die Meisterschaft. Wollen natürlich so weit wie möglich dabei bleiben in der Liga, muss man so sagen. Muss man so sagen, bleiben schön dran in der Liga, gut im Mittelfeld sind wir. Schön im Mittelfeld sind wir, das ist dann immer gut, wir bauen die Mann ab. Aufstieg werden wir wahrscheinlich in der neuen Saison machen. Oh ja, es war ein bisschen klar, Leute. Sandhausen kam ein bisschen zu gut in den letzten. Eigentlich sah nächste 30 Minuten gut im Spiel. Wir haben in der 5. Minute Tor gemacht und danach sind wir einfach nicht mehr gut gewesen. Genau. Und seitdem sind wir nicht mehr. Und jetzt versuchen wir wieder ein bisschen weiter zu spielen.
Das wäre halt noch schön, in der kurz vor der Pause das 2-1 zu machen. So, erste Hälfte 1-1. Leider haben wir wieder ein Gegentor kassiert. Ist halt zurzeit unser Problem im Gegentor zurzeit, muss man. Zurzeit so denken will. Dass man zurzeit ein bisschen. Weil so guckt man halt nicht nach weiter in die Tabellen-Oberbunde. Jetzt muss man nachzahlen, dann kommt man nicht in die obere Drittel, Leute, ins obere Oberhaus, Leute. So muss man sagen, komm. Okay, Leute, wir wissen, das Hannover-Berlin-Spiel hat Substanz gekostet, Leute. Ah, das hat so Substanz gekostet, Leute. Muss man ehrlich sagen, das Spiel. Muss man schon sagen, das Spiel hat Substanz gekostet. Das ewig lange Spiel zwischen Berlin und gegen uns, gegen die Berliner. War schon Substanzverlust ein bisschen. So Leute, jetzt werden wir Musiala rein. Ich würde Musiala. Der dahin, dann Musiala. Und dann würde ich Richard noch. Und Richard würde ich noch rausnehmen. Und dann haben wir noch eine Position, wo wir dann noch nehmen können. Wenn es dann funktioniert. Bah. Weil wir wollen ja, die 30 Punkte holen, Leute. Die. Aber es wird halt schwer, alle. Sandhausen ist da. Ja, man merkt heute, Santa. Es ist ein wenig so. Jetzt merkt man, man kommt jetzt, wir kommen,
Ah, so. Ah, das Problem ist mit Sandhausen kurzer Zeit. Oh, jetzt ist Notfall. Ja, man merkt, wir ackern viel, wir kämpfen, versuchen hier. Aber komm, Sandhausen, andere Mittellinie blocken die uns komplett weg. An der Mittellinie blocken die uns komplett weg, Leute. Dann kommen nicht über die Mittellinie. Ah, oh, so. Oh Mann, jetzt sehe ich da. Mal wechseln wir Kuhn rein und für die letzten 10 Minuten noch, Leute. Ah, das ist heute wirklich. Heute. Abseits. Es läuft halt heute zur Zeit in dem Spiel. Ja, es ist halt zur Zeit heute einfach der Kruf. Wir versuchen durch den in den Strafraum zu gehen. Die blocken uns aber vorm, die blocken uns wirklich sehr. Und wir. Es kommt, es reift, es geht halt keiner mit ihm. Das ist halt das Problem zur Zeit, ne? Nee. Junge, die Mannschaft ackert heute wie. Oh, alles hätte man Handspiel. Oh, alles hätte nicht viel gefehlt, hätte man Handspiel machen. Oh, Mann. Das Problem war halt, wir wollten weiterspielen, aber dann musste ja alles halt am Hänge geblieben und dann ging es halt nicht weiter, Leute. Das ist halt das Problem. Oh. Nach einem mega harten Spiel Berlin haben wir heute die Mannschaft war fit, Leute, aber sie haben es war irgendwie nicht unser Spiel heute. Sandhausen zerspielen.
wir eigentlich kann man sagen, 85 Minuten hat nur Sandhausen. Wir haben die ersten 5 Minuten dominiert und danach kam halt Sandhausen und hat uns einfach gezeigt, dass heute wie es doch nicht klar mit den 30 Punkten, dass man die 30 Punkten erreichen. Weil wir sie hingekriegt haben, irgendwie die drei. Schade, Leute. So, Leute, jetzt haben wir noch ein Spiel in dieser Woche. Dann haben. Ist halt blöd, dass man halt das Ding nicht gerockt hat, aber ne. Schade. Blöd, danke, nervig, abhaken, weiter spielen, Leute. Oh, was ist schief gelaufen? Einfach die ersten 5 Minuten. Dann 1000 war einfach besser, fertig. Gerechnet hat man damit, nicht lange. Nur Zeit für, ja, darum Berlin-Spiel war es halt, Mannschaft war fit, aber irgendwie nicht so. War halt irgendwie, das Ding ist, lief einfach nicht bei uns. Die haben uns bis zur Mittellinie und dann haben sie uns eigentlich die Mittellinie drüber kam er dann, die ersten 5 Minuten kam er drüber und danach kamen wir nicht drüber. Das ist das Ding, was es ist. Und so muss man also sagen. Es war halt heute nicht unser Spiel da. Leider war es nicht unser Spiel da. Wir haben gut mitgespielt, die Mannschaft hat gespielt. So, jetzt das nächste Spiel werden wir, Leute, wie gesagt, erst beim nächsten Mal spielen gegen Hannover 96. Somit sagt dann für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.